So, ihr habt euch das Video gewünscht. Erstmal hallo, herzlich willkommen zu meinem neuen Video von uns. Und hoffentlich, unsere Videos gefällt euch nicht und gebt ihr ganz Zeit Daumen nach unten oben. Ja. Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video von uns. Ja. Wir haben heute ein neues Videoformat, also eine neue Challenge. Und zwar, wer würde eher? Einige haben sich das gewünscht auf Instagram, deswegen haben wir euch gesagt, stellt uns Fragen. Und da kamen einige Fragen, da sind wir mal gespannt. Also der kennt die Fragen noch gar nicht, ich habe die auch nur aufgeschrieben. Ich erinnere mich gar nicht, das ist jetzt eine Woche her. Keller. Aha. Ja, wir grüßen euch. Ja. Ja, ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wir haben hier Zettel. Oh, man sieht das gar nicht. Ups, dafür. Ich muss das so Ding jetzt machen. Hä, wo ist mein Stift? Das war doch gerade hier. Keine Ahnung. Okay. Ich muss gucken, was gerade steht. In meinen Träumen bist du der eine, mit dem ich ein Leben lang, zusammenbleibe. Du trägst mich auf Händen und bist immer für. So ihr Lieben, wir haben jetzt doch die Hausschuhe besorgt, weil das mit dem Papier ist zu umständlich. Da weiß man direkt. Also das bist du, das bin ich. Ne, das bin ich, das bist du. Okay. Genau. So, dann fangen wir mal direkt an. Wer würde eher sein Kind weinen lassen? sorry. Nicht das erste war richtig. Nicht schlagen. Ja, ich. Ja. Ich schreie direkt zu dem Kind. Das Problem manchmal, ich bin so tief in meinen Träumen. In meinen Träumen. Bist du die eine. Ja, ich. Wer würde er wegen Fremdgehen verlassen? Komm schon. Aber beide, ja. Ja, beide. Ich würde auch. Ja. Wer würde sich mehrere Kinder wünschen? Nie im Leben. Beide nach unten. Nein. Nein. Ich kann mir vorstellen, dass du in 7 Jahren sagst, ich will noch ein Kind. Glaube ich nicht. Kann gut sein, aber glaube ich nicht. Nicht, weil wir jetzt Schnauzer von Lina, Lia voll haben, aber ich glaube, 2 reichen. Ja, wir wollen. Wenn wir, inshallah, irgendwann selbstständig werden, eigene Firma, eigene Haus haben, dann warum nicht? Und eine Putzfrau, die ganze Zeit sauber macht? Ja. Reinigungskraft heißt das. Ja, ja, Putzfrau, Reinigung, ist hier. Ja. Dann, wer würde eher Zwillinge wollen? Ich glaube, beide nicht. Nee, zu viel Kopfschmerz. Nee. Ich will nicht groß reden, aber... Komm schon mal. Nein, auf keinen Fall. Wer würde eher strenger sein? Ich. Mit was? Mit den Kindern. Nö. Ja, heb doch deinen Schuh hoch. Warum nicht ich? Ich bin strenger. Nein, also ich bin strenger. Wenn ich manchmal Nein sage, dann gehst du da hin und sagst Ja. Zum Beispiel beim Essen Sachen und so. Also wenn ich sage, Lina, du darfst kein Cola trinken, dann bleib ich dabei. Zum Beispiel Cola, Süßigkeiten, aber so Spielzeuge und so. Bei Spielzeugen bin ich strenger. Kann ich nicht Nein sagen. Bei mir muss sie erstmal aufräumen, dann darf sie das. Also aufsetzen. Bei verschiedenen. Obwohl, wir sind beide. Also, wir sind nicht zu streng. Wir sind aber gar nicht zu locker streng sind eigentlich. Wir auch nicht. Also, wir haben unsere Grenzen bei den Kindern. Also, ach so, was machen wir jetzt beide hoch oder wie? Ja, aber wir sind ja nicht so streng. Das sieht voll scheiße aus, guck mal. Guck mal, du hast voll den Dreck da drunter. Ja, aber egal. Mal was Neues. Wer würde eine Woche aufs Duschen verzichten? Naja. Du. Ja, bin sicher. Ich schwöre es euch, wo Lia auf die Welt gekommen ist. Ich habe vergessen zu duschen. Ich glaube, Lia ist auf die Welt gekommen. Ich habe im Krankenhaus geduscht. Danach habe ich eine Woche danach geduscht zu Hause. Aber nee, ich habe nicht gestunken. Bei mir alle 2 Tage. Ich muss sicher. Also ich dusche duschen. Auch alle sicher. 3 Tage. Ne? Aber ich glaube, ich würde eher verzichten, weil der wegen seinen Haaren. Ja. Also meine Haare, jeden Tag wasche ich meine Haare.
Wer würde eher beim Streit die Wohnung verlassen? Damit der runterkommt. Tschüss, raus. Ja, Leute, also meine Meinung, da wo zwei Pärchen Streit haben, es ist immer besser, wenn eine rausgeht und eine zu Hause bleibt. Also ihr könnt auch zusammen rausgehen, aber nicht zusammen irgendwo hingehen. Ja, der eine nach links, der andere. Ja, ehrlich, das tut wirklich gut. Also man kommt dann halt runter. Mir tut das gut, ja. Wer würde eher 2 Wochen ohne die Kinder auskommen? Nie im Leben. Nie. 2 Wochen? Schatz, heb doch deinen Schuh hoch. Ja, wie? Ja, du musst so machen. Wenn ich die Frage stelle, dann musst du, müssen wir gleichzeitig den Schuh hochheben. Entweder du oder ich. Guck mal. Ich denke, du kannst das. Also. Nein, wer würde eher 2 Wochen ohne die Kinder auskommen? Du würdest nicht? Nein. Dann musst du meinen Schuh hochheben. Also ich würde eher klarkommen. Hast du verstanden? Ach so. Ich weiß gar nicht, worum es gerade das Spiel geht, aber jetzt habe ich gecheckt. Ah, okay. Okay, okay. Ich finde du. Warum? Du bist auch einmal eine Woche ohne Lina ausgekommen, wie wir Streit hatten. Das war niemals eine Woche. Hau nicht rein, ja? 4-5 Tage auf jeden Fall. 3 Tage waren das. Mehr. Das war mehr. 3 Tage waren das. Ja. 3 Tage. Ich hab mehr im Kopf. Ja. Aber ich würde auf keinen Fall ohne die Kinder auskommen. Wer würde eher die Scheidung einreichen? Weiß ich nicht. Kommt auch drauf an, wer, was passiert ist. Ja, weißt du. Hey, nein, gar keiner. Was soll ich machen? Du hast gesagt, ich soll so machen. Ja. Wer würde eher fremd gehen? Ich kann auch niemals mich selber verraten. Ja. Ist so. Also ich bin mir zu 1000% sicher, dass ich ihm nicht fremd gehen würde. Ehrlich. Also wenn man fremd geht, dann muss man ja einen Grund haben. Das heißt, man liebt diese Person nicht mehr, ne? Und wenn ich jemanden nicht liebe, dann kann ich mit dieser Person auch nicht zusammen leben und so tun, als ob alles gut wäre. Das heißt, man soll sich erst scheiden oder sich trennen und dann kann man machen, was man will. Aber keiner hat das Recht, den anderen zu verletzen. Also so? Also so, oder? Nein! Ey, du... Also ich vertraue dir zu 100%. Ehrlich. Ja, natürlich vertraue ich. Aber ich muss ja einen Schuh reden. Ich verrate mich doch nicht selber. Wenn ich jetzt das zeige, dann denken die, ich gehe fremd. Ja, deswegen zeige ich auch deins. Ja, dann denken die, ich gehe fremd. Und warum hast du gerade meins gezeigt? Weil du ja fremd gehen würdest. Ja, seht ihr. Ah nein, also ich finde, also wir vertrauen uns. Die Frage, ich finde es scheiße. Ja. Nein. Die Frage hört sich so an, als ob jemand wollen würde, dass wir fremd gehen, ne? Findest du nicht? Also als ob die Zuschauer wollen würden, das wäre so. Ich dachte, läuft nicht mehr. Okay. Also ich finde, die Frage ist voll... überflüssig. Sinnlos. Wer würde eher 1 Monat auf Süßes verzichten? Ohne Süßigkeiten leben. Hebt mal deinen Schuh auf. Meine? Ey, ich weiß nicht, soll ich meins oder deins jetzt? Guck mal, wenn du... Ey, du kannst niemals auf Süßigkeiten verschwinden. Genau, deswegen musst du deins hochheben. Ja, hab ich doch. Ja, das war warum richtig. Lachst du dann? Ja, weil du immer noch nicht das Spiel verstanden hast. Doch, ich hab verstanden. Wollte ich doch meins. Ja. Wer würde eher rohe Eier essen? Echt? Wirklich? Natürlich. Rohe Eier? Ja. Ekelhaft. Soll ich jetzt essen? Bah, dann darfst du mich eine Woche nicht küssen. Wer würde eher zurück in die Heimat fliegen? Ich definitiv nicht. Aber ich schon. Ja, weil er da aufgewachsen ist, ne? Ich habe 20 Jahre in Kurdistan gelebt. Ups, jetzt kommen die ganzen Kommentare. Ja, in Kurdistan. In Sulaimani, bitte nicht in Jesiden, du, Oksacho, was weiß ich, in Sulaimani. Ja. Jetzt kommt hier, wir sind keine Jesiden.
Boom, 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 boom. Ja, bitte. So, wer würde eher einen Monat aufs Handy verzichten? Das ist eine schwere Frage. Doch, ich habe einmal, erinnerst du dich noch? Aber Leute, wo ich in Niagara gearbeitet habe. Ich habe auch einmal auf mein Handy verzichtet, wo mein Handy geklaut worden ist. Das war ja mein. Aber das war niemals ein Monat. So, ich. Aber bei mir ist das Problem, ich beantworte die ganzen E-Mails. Nein, jetzt kommt nicht mit E-Mails. Doch. Die Frage ist. Ja. Nein, du musst die Frage richtig verstehen. Stell dir vor, du machst kein YouTube. Ach so, ja, okay, dann würde ich auch aufs Handy verzichten. Also, du brauchst. Also, ich definitiv. Ich auch. Ich habe wirklich das Handy, wenn ich das in der Hand habe. Entweder lese ich mir die Kommentare hier durch. Okay. Da. Ja, ist okay. Wir wissen, du hast iPhone 7. Ja. Also. Okay, nein. Ich. So. Wer würde eher eine Woche auf Klopapier verzichten? Also ohne Klopapier. Ich habe 20 Jahre lang ohne Klopapier meinen Arsch sauber gemacht. Schalaf. Was Leo macht. Schalop. Ja, kennt ihr doch, wenn ihr in der Türkei, also. Warum Türkei? Ja, ich meine. Warum nicht Slimani? Ja, Haiwan, die Türken sind, die wissen, es gibt ja diesen Schlauch. Die haben so einen Schlauch, du steckst jetzt mal so viel rein, dann mit deiner Hand, war. Also. Mittlerweile gibt es Gießkannen auf den Toiletten, da machst du so. Sexy. Also, ich. Also, als ich neu nach Deutschland gekommen bin, ich habe wirklich bei jeder Toilette Flasche Cola Wasser mitgenommen und so volle Wasser gemacht, meinen Arsch sauber gemacht. Ich saß. Ich will ja nachmachen, aber egal. Also. Der Barra. Wer würde eher das Kind im IKEA Smallland vergessen? Weißt du, was es ist? Weißt du, wir waren IKEA, diese Kinderspielplatz. Wer würde das Kind eher da vergessen? Boah, ich könnte Nina nie was vergessen. Unsere Gedanken sind eh die ganze Zeit bei mir. Wenn wir zum Beispiel Indoor-Spielplatz gehen. Wenn wir Nina eine Sekunde nicht sehen, wir machen direkt dann Stress. Dann, also, nee. Nee, keiner also, von uns. Keine, also beide hoch oder runter? Runter. Runter, okay. Wer würde eher gegen eine Glasscheibe laufen? Ich bin manchmal echt ein Tollpatsch. Ja. Aber ich bin ja einmal gegen die Glasscheibe. Erinnerst du dich noch? Ich bin einmal, ja. Boah. Das war bei Kaufland. Ich habe dieses Glas gar nicht gesehen, weil Lina zu Treppen gerannt ist. Ich renne auch hinterher. Ich gucke nach hinten. Bam. Boah, das war. Ich habe echt Glück. Wallahi, die Tür ist kaputt gegangen. Boah, das war so laut. Also. Wer würde eher Fallschirm springen? Dieses Dings? Niemals. Auch wenn die mir eine Million geben, nicht. Ich habe sowieso Höhenangst, deswegen. Höhenangst. Wer würde für 25.000 Euro einen Fuß vom Obdachlosen lecken? Echt? Ja. 25.000? Ja, 25.000. Einmal. Ja, ich würde es machen. Okay. Ich mach Sorge, ich mach euch Angebot für 15.000. Ja, was soll ich, willst du? Ja, ich. Wer würde eher Probleme mit der Polizei bekommen? Da, Profi. Wer würde eher auf den anderen eine Woche verzichten? Eine Woche ohne mich auskommen. Ich ohne dich? Niemals. Wann? Jedes Mal, wenn wir Streit hatten, war ich diejenige, die sich zuerst gemeldet hat. Also ich mach mal so. Wer? Ich bin das Problem. Ja, da musst du ja ein bisschen erklären, wer. Also das Problem bei mir, ich bin stur. Und ich kann wirklich nichts dafür. Also wenn irgendeiner mir so was Hartes sagt, da wo ich abgefuckt bin, dann nehme ich sehr, 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 sehr tief in meinem Herzen.
Und bis ich diese Sache vergesse, ich brauche einfach Zeit. Ein paar Tage, eine Woche, einen Monat. Dann kann ich... Tschüss, dann, einen Monat. Ja, jetzt nicht wie bei dir, aber wenn... Ein Freund zum Beispiel. Aber soll ich ehrlich sein, wenn wir mit Aulia zum Beispiel Diskussionen haben oder Streit und ich dem meine Meinung sage und der weiß, ich bin eine sehr, sehr ehrliche Person und wenn eine Sache nicht so ist, wie sie ist, dann sage ich dem das. Und ich bin sehr, aber, sehr ehrlich. Guck mal, und wenn sie wirklich recht hat, in dem Moment, da wo wir beide sauer sind, auch wenn die zum 1000% recht hat und ich weiß, dass sie recht hat, ich gebe ihr nicht in dem Moment recht. Ich sage, nein, ich diskutiere, aber später, wo ich nachdenke, dann gebe ich zu. Dann gibt er mir recht, aber der entschuldigt sich trotzdem nicht bei mir. Naja. Auch nach einem Monat sagst ja, du dann nichts. Ja, das Problem hier, Kurde, manchmal hier ist... Kaputt. Keine, wie heißt das, kein Dammer. Ehrlich, Leute, wenn wir uns jetzt so streiten oder diskutieren, dann ist es ja momentan, also nicht momentan, das ist... Ich will jetzt nicht über Streit und so reden, Wallah, weil jedes Mal, wenn wir ein scheiß Video drehen und über Streitigkeiten reden in unserer Ehe, am nächsten Tag haben wir 3 Tage lang Streit, Leute. Mashallah, Nazar. Ich schwör's euch. War, Alter. Du musst ja auch auf mich machen, damit ich nicht die Tage durchdrehe. Ja. Genau. Also wenn wir Streit haben, ehrlich jetzt, auch wenn er, ich weiß, er gibt mir recht, aber der ist viel zu stur, um zuzugeben, dass ich recht habe. Aber wenn er recht hat, dann gebe ich zu, dass du recht hast. Auch nicht direkt. Nicht direkt, aber ich gebe es zu. Und also, welche Schuhe jetzt nach oben, nach unten? Was war denn die Frage? Eine Woche auf den anderen verzichten. Ich finde er, weil er ist derjenige, der stur ist. Ja. Wer würde eher mit Schlafanzug einkaufen gehen? Mit Pyjama. Ne? Ja. Der läuft eh immer rum. Hier, schau mal, was der anhat. Ich hasse einfach normale Hosen. Ja, sobald er nach Hause kommt, der muss sich ausziehen, in Jogginghose. Also auch für draußen, wenn ich so einkaufen gehe und so. Ich liebe einfach so Jogginghose. Irgendwas so, nicht so enges, so irgendwas, wo ein bisschen breit ist, so wie Charlotte. Wie... Soll ich dir eins bestellen? Ja, also ich... Wer würde eher für 10.000 Euro Kacke essen? Ne. Nee. Ihr übertreibt, ne, mit okay, eurer Frage. Ehrlich, wenn es Lias Kacke ist, dann würde ich essen. Für 10.000. Weil ich weiß, das ist nur meine Muttermilch. Lias Kacke? Ja. Für 10.000 natürlich. Wallah, ich geb dir es jetzt. Woher? Du hast 5 Euro in der Tasche. Du hast gerade 5 Euro aus deiner Tasche rausgeholt. Nein, niemals. Also sie lügt. Doch, niemals. Nein. Nase zu, Augen zu und durch. Manchmal, du schaffst nicht mal ihr Pampers zu wechseln, weil sie so stinkt. Jetzt willst du essen. Nee, keine von uns. Wer würde eher mit fremden Leuten streiten? Wir sind echt so, ne? Ja. Manchmal streitet er sich, dann sage ich, Schatz, komm jetzt. Und manchmal streite ich mich und dann sage ich, sei leise. Zum Beispiel letztens, wir fahren mit Bus bis hier zu Mülheim. Und ich gucke, ich will jetzt nicht den Namen von... Also deren Land sagen, aber ja, der, also Bus ist voller Mensch. Das war auf jeden Fall. Der singt voll laut mit einem Mädchen. Ich konnte 2-3 Mal einfach so seine Fresse hauen, ja. Der hat echt, das geht also echt nicht. Jeder im Bus hat den angeschaut. Der war halt, ne? Guck mal, manchmal, wenn ich wirklich telefoniere und laut bin, wenn ich sehe, ein paar Leute gucken mich an, dann ich lege einfach auf. Und er war einfach am Singen, normal. Aber wie der gesungen hat. So. Der hat richtig geschrien und wir gucken den alle an, extra damit der aufhört. Nö. Die hört. Er hat bestimmt 4 Minuten lang gesungen. Ja. Und man hat gemerkt, er ist Ausländer. Wisst ihr, was ich nicht mag bei Flüchtlingen? Wenn die hier hinkommen und die benehmen sich nicht. Die denken, die wären immer noch in ihrem eigenen Land. Das ist kein Angriff oder so. Aber wenn ihr in ein Land kommt, dann müsst ihr euch anpassen, Schatz. Die werden einfach cool und. Das kommt davon, die kennen die Regeln nicht hier, die kennen die Menschen nicht hier. Aber, die denken, weil die jetzt in Europa sind. Das ist für uns aber auch beschämend. Dann denken die anderen, die Deutschen, kann ich auch verstehen, denken dann, die sind auch so. Und das finde ich halt schade. Ist genauso. Man muss sich halt lernen zu benehmen. Also, kurz und knapp, ja,
Ja. Knapp und kurz. Kurz und knapp. Also die Flüchtlinge manchmal wirklich übertreiben. Der hat sich sehr gut eingelebt, finde ich. Also Gott sei Dank, ich habe nicht mit so vielen Kurden Kontakt gehabt. Deswegen kann ich auch, unser Akku geht leer, siehst du? Kann ich auch gut reden. Wir machen mal jetzt ein bisschen schneller. Ja. Wer würde eher Geburtstage vergessen? Da bin ich nie zum 1000%. Er. Du zählst die ganze Zeit diese Kacke. Was ist das, ey? Knete. Das ist von deiner Tochter. Also, von meiner. Leute, ich habe 20 Jahre in meinem Land gelebt. Kein einziges Mal mein Vater, meine Mutter, meine Oma, mein Onkel, meine ganze Familie. Schatz, hat komm jetzt, Lan. Nicht ein einziges Mal gesagt, ja, alles Gute zum Geburtstag. Und normal, wenn du 20 Jahre so gelebt hast, kannst du nicht in 7 Jahren das alles lernen. Aber für deine Tochter kannst du schönste Geburtstag vorbereiten. Ja, versuche ich jetzt das zu lernen, für meine eigene Tochter. Und was mit mir? Ich mache ich. Versprochen? Ja. Meine Bakala. Wer würde eher seine getragene Unterwäsche auf eBay verkaufen? Warum nicht? Getragene Unterwäsche. Wenn jemand draufsteht, mache ich damit mein Geld. Kauf ich mein Kick? Ach du Scheiße. Kauf ich mein Kick? Mach deinen Mund auf. Nee, dein. Kauf ich bei Kick eine Unterhose für 1 Euro? Nein. Draufpinkeln und verkaufen. Nee, Frage weiter. Danke. Wer würde eher es schaffen, nicht in den Spiegel zu schauen? Ich. Aber der schaut immer in den Spiegel für seine Haare. Du kannst niemals deine Haare machen, ohne in den Spiegel zu schauen. Also, wie gesagt, vor ein paar Videos. Also, meine Körper, weil, wisst ihr, ich muss mich immer so gucken, wie ich aussehe. Ach du Scheiße. Aber du hattest doch Tränen in den Augen im Aufzug. Ah, nein. Naja, nächste Frage. Wer würde eher den anderen verraten? Wie? Du würdest mich verraten. Bei was habe ich dich bis jetzt verraten? Noch nie, aber ich werde dich auch niemals verraten. Ich schwöre, sie hat mich verraten. Hey, wann? Bei deiner Mutter. So, jetzt die Frage weiter. Wallah, sonst mache ich das Thema auch weiter. Akku geht mehr. Sie. Hey, wann habe ich dich verraten? Ist okay, jetzt mach weiter. Nein, jetzt musst du schon sagen. Du hast für alles hast du einen Grund gehabt. Ja, das ist ein bisschen zu privat. Okay. Deswegen, ihr dürft das war bestimmt erfahren. Damals, vor 3-4 Jahren. Ja, damals, bevor Lina auf die Welt kam. Wer würde eher auf Fleisch verzichten? Ja. Ich kann auch ohne Fleisch leben. Ich kann nicht. Ich kann nicht! Ja, ganz ehrlich, das war echt langweilig und das Video wollte ich wirklich nicht drehen, weil ich wusste ganz genau, das wird langweilig, deswegen. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und wir würden uns über einen Daumen nach oben oder Daumen nach unten freuen, über eure Kommentare und über euren Abo. Wieso wiederholst du meine Sätze? Gibt's deins meins? Das sind meine Wörter. Gibt's deins meins? Nein, du musst dir was anderes aussuchen. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.